So, Attack Rose. Night Ey, Flash. Es wollte gerade Superschall einsetzen. Ihr hässlichen Motherfucker, ich schwör's dir. Turn it up! Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu dem fünften Part von unserem Sacred Gold und Storm Silver vs. Run. Immer noch hier mit Daniel, mit wem denn auch sonst? Ja, wer würde sonst noch rankommen? Ach so, ja, jetzt das nehme ich persönlich, ja. Das nehme ich jetzt persönlich. Merke ich mir. Nein, gut, wir sind hier, also ich zumindest bin im Phlegmon-Brunnen stehen geblieben. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Auch, mach gerade einen Dritt fertig. Okay, ja, gut. So. Keknia. Oh, ein Tuska. Tuska, okay. Ist was. Wow. Wow, Grimer. Oh, Slimer, du überlebst mit einem KP. Danke dafür, wirklich, herzlichen Dank. Und jetzt treffe ich nicht mehr, weil es einmal Komprimator eingesetzt hat. Jetzt greift es Lebensschelle an, sodass ich wahrscheinlich noch weniger treffen kann. Wow. Well, that's fun in my eyes. Oh, cool. Ey, ich hab getroffen. Oh, okay, gut. Das ist wohl Luck. Baseball Luck kommt jetzt. Boy, oh, Pucciana, also Fifian. Makuhita, raus. Okay, gut. Glaziola, Level 18. Ah, Quick Attack. Okay, das kann nützlich sein. Ja, Priority-Attacken sind immer nützlich. Ja. Das Fifian kann jetzt schon Knirscher. What the fuck? Knirscher? Das hat gerade Crunch eingesetzt, also halt Knirscher, ja. Mhm. Jesus Christ. Player defeated. Okay, gut, perfekt. You too strong. Nice. So, you too strong, ey. Too strong. Too strong. Kennst du das? Too strong. Oh mein Gott. Was war das denn? Oh mein Gott. Oh, ist noch so ein geiles Viech. Ne, hau raus. Keifel. Ne, hier. Quiekel. Quiekel. Nee. Rauchen. Boden. Krass. Rüber. Aber du hast schon Eis-Pokémon, ne? Ich weiß, war Boden halt, ne? Ja, okay. Ich meine, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Andi ein, also für dich, Andis habe ich dir bestimmt schon mal gezeigt, Daniel. Okay. Der YouTuber, der immer bei mir kommentiert. Ja, ich kenne dich. Also Nickel ist auch einer, aber Nickel kennst du wahrscheinlich nicht. Ist auch so einer, der immer kommentiert, aber ich gehe jetzt speziell auf Andi. Andi wird wahrscheinlich jetzt so sein, ich kann mir das schon vorstellen, der wird auf jeden Fall das Projekt gucken, weil es halt Pokémon ist. Der wird jetzt auch hundertprozentig in die Kommentare schreiben, dass die Wahl Quiekel schlecht ist, weil du irgendeine Schwäche dann in deinem Team hast, die dein ganzes Team auseinanderracken kann. Andi ist einer, der führt Statistiken, Alter. Da kippst vom Stuhl. Okay. Ey, der hat alles im Kopf. Der sieht nur, wie Quiekel erscheint und sich sofort in seinem Kopf so mathematische Zahlen durchführen, wo dann so drin steht, wenn er das jetzt fängt, dann hat er, der hat dann mega die große Kampfschwäche in seinem Team. Das darf er nicht nehmen. Ah, okay, gut. Ich habe Defense minus und Spezialdefensive plus. Ist nicht gut, aber ist auch nicht schlecht. Ja, gut. Also normal. Ja. Max Lab, Max Sport, Powder Snow und Endure. Okay, Powder Snow wirst du die ganze Zeit wahrscheinlich nur spammen. Pulverschnee. And awesome may freeze the target. Pulverschnee immer noch. Ja. The user hurls mud in the foe's face to inflict damage and lower its accuracy. And Max Sport. Ja, Max Lab war das Lebensschelle halt. Ach so, okay, gut. Dratini Level 19, wir kommen dem Dragonier immer näher. Ach man, scheiße, Mann, warum kann ich so nicht drauf los hämmern? Mit allem, was ich habe. Proton heißt natürlich. Genau, hier. Ich kämpfe auch gerade gegen Proton. Ah. Ich bin jetzt gerade im Kampf gegen Proton. Er setzt zuerst ein Voltorb. Ja. Ein Voltoball. Okay. Ja gut, Dragon Rage. Toxic kann das. Hat es bei dir auch Toxin eingesetzt? Nö, ich bin paralysiert. Ey, willst du mich ver... Achso, du bist... Okay, du bist schon paralysiert. Ja gut, dann macht's Sinn. Wieso ein Voltoball Self-Destruct? Wow, boah. Hat es bei dir Self-Destruct eingesetzt? Wow, ja, hat es. Was ist Koffing? Ach nee, Smogmog, ne? Ja, Smogon. Smogon, nicht Smogon, wow. Genau. Wow. Selbstmord-Team oder was?
Suicide Squad, Alter. Super. Ja, Reggie Bang bei seinen Neo X Nuzlocke zum Beispiel, da gab es auch öfter mal solche Selbstmordteams. Es ist halt nervig bei der Nuzlocke vor allem. Wir machen hier zwar keinen Nuzlocke, aber bei der Nuzlocke zum Beispiel ist es auch extrem. Natürlich! Das Smogon setzt auch Toxin ein. Ja? Die können alle Toxin bei dem, glaube ich. Wow. Ja gut, ich. Smogon habe ich jetzt kaputt. Habe ich jetzt auch. Genau in dem Moment habe ich es auch gerade besiegt, lel. Level ja, 22 Igel Lava. Das kann ich kaputt machen. Mein Lux ist immer noch Level 21. Krass. Spark. Subat ist down. Subat, ja. Jawohl, ist down. Alter, wie lustig ist das jetzt? Ja, ich muss Igel Lava jetzt gerade vom Gift heilen, weil gefühlt. Wobei, kann das Subat. Das Subat kann doch bestimmt selber. Nee, ich. Das Subat kann bestimmt selber Toxin. Ich setze einfach X-Attack ein, sodass ich die One-Hitten kann. Okay. So, Attack Rose. Nein, ey, nein. Es wollte gerade Superschall einsetzen. Ihr hässlichen Motherfucker, ich schwör's dir. Verfehlt? Ja, zum Glück ist es verfehlt. Ihr hässlichen Motherfucker. Das Subat One-Hit, ja. Wahrscheinlich ohne X-Attack nicht. Deswegen ist X-Attack zum Beispiel sehr nützlich jetzt gewesen. Ja, ich hab. Brauche das gar nicht einzusetzen, weil ich habe ja mein Dingens, mein Luxio. Ja, ja, genau. Ah, ja gut, und Tuska, One-Hit, Flame Wheel. Hm. Das ist gut. Alles klar. Nee, Sucker Punch kann das Tiefschlag, was geht ab? Krass. Also die Pokémon hier haben sie richtig gepimpt. Ja, aber ich finde, ehrlich gesagt, auch wenn die stärker sind, ich finde deren Verteilung besser. Ja, ich finde so insgesamt, das Spiel ist besser gemacht, auf jeden Fall. Okay, gut, Hessen. Warte mal, schwarzes Aprikoko oder gelbes Aprikoko? Was soll ich denn geben? Schwarz ist, glaube ich, Luxusball, oder? Ja, Luxusball. Nein, das sind ganz andere Bälle. Ach klar! Schwarzes Schwerball, gelb. Genau. Turboball? Verdammt, ich hätte Turboball nehmen sollen. Hey, yeah, please, give me your grandpa's fucking number. Hell yeah, give me your grandpa's fucking. Ja, yeah. Fastball gibt er mir, geil. Turboball hat er mir gegeben, cool. Mhm. Ja, ich geb dir Aprikokos, aber ich geb dir eine Pinke. Was kommt daraus? Da kommt Freundschaftsball, Simperball und Loveball. Richtig. Ich glaube, aber irgendwas mit Freundschaft und oder halt irgendwas mit Geschlecht, keine Ahnung, irgendwas. Mit Geschlecht. Ja, triggert. Triggered, ja. Ich weiß jetzt, wie ich Ear-Rape machen kann, wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Ja? Ja, ich weiß, wie es geht. Hab ein bisschen durch Outer City durchgefuselt. Keine Sorge, okay. Zuschauer, ich werde euch keine Jumpscares einbauen, macht euch da keine Sorgen. Nein, Daniel, ich werde keine Jumpscares einfügen. Ich weiß schon, dass es bei dir so kitzelt. Du erinnerst mich einfach so an so einen Wein. Ja klar, Jumpscares sind scheiße. Aber du erinnerst mich an so einen Wein, einfach so, what would you do if there was a child run right in front of you, ne? Ja. Und einfach, wenn du so ein kleines Kind mit so einem ganz kleinen Auto, einfach nur halt wirklich so für Kinder zugeschnitten. Ja, zugeschnitten. Und überfährt so ein anderes kleines Kind. Was? Ja. Ey, in der Arena sind mehr Trainer drin. Nee. Nee, gar nicht. Nein. So. Alles noch im Butter. Ja, ich weiß. So, Käfer-Pokémon kann ich mit Glaziola fertig machen. Käfer-Pokémon kann ich meinem fucking Igelava so durchreißen, so. Ja, stimmt, du hast Igelava, ja. Ja. Okay, gut, der erste, Paras, hat Level 18. Und setzt Level bei 18. mir direkt Spore ein. Ich hab das One-Hitted. Ich kämpf gerade mit meinem Makuhita, damit ich so ein bisschen trainiere, halt so ein bisschen auf demselben Stand so. Ledian, okay, gut. Ich glaube, ich mach diese Arena auch erstmal mit Glaceon. Kannst du meinetwegen machen. Ich mach's mit Makuhita jetzt erstmal, um ein bisschen mitzutrainieren. Ich möchte halt ein ausgewogenes Team haben. Ja, ja. Aber ich werde es halt irgendwann dazu bringen, dass ich halt irgendwie nicht immer alle gleichzeitig, sondern irgendwie, wenn HS die Gelegenheit bietet quasi. Kannst du meinetwegen so machen. Hat so keinen Sinn mehr, Makuhita meint eher zu schlafen als anzugreifen. Den Kader. One-Hit. Das muss One-Hit sein. Vielfach so. Schwäche gegen Feuer, das ist One-Hit.
Zack, Wurm. Weg mit dir, ey, Paras Sporenwirt hat mich jetzt paralysiert. Wie viel Pech kann ich bitte in meinem Leben haben? Dankeschön. Makuhita will Knock-Off erlernen. Hat das hier auch nur 20 Stärke? Nein, es hat nur 20 Stärke. Fuck. Knock-Off? Aber es ist besser als Focus Energy auf jeden Fall. Abschlag. Ah, das ist doch gut. Ja, nein, das ist scheiße. 20 Stärke nur. Das hat erst ab der 5. oder 6. Gen, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, zu 60 Stärke gekriegt oder 70. Aber jetzt ist es halt scheiße. Nur 20. Ach, das ist... Okay. Verdammt. Knock-Off wäre cool gewesen. Also ja. Ich meine, ich habe es jetzt draufgesetzt gegen Focus Energy, aber trotzdem, ich setze wahrscheinlich ein, weil die ganzen Arena-Leiter haben ja ihre Pokémon da mit ihren Zitrobären ausgestattet und so, und dann setze ich einfach Knock-Off ein. Oh, Alter, ich war richtig. Alter, dreimal verfehlt! Was verfehlt? Bruder. Ah, endlich. Was Night verfehlt? Slash auf, ach, Night Slash. Scorgro. Nee, nicht Scorgro. Das erste ist. Woraus Scorgro wird? Nee, nicht. Scorgler. Nee, ich bin doof. Ich weiß es gar nicht. Okay, Sichlo? Nein. Oh, wie hieß das denn nochmal? Woraus wird... Was wird daraus? Kann ich dir nicht sagen. Pionskora vielleicht. Ja, Pionskora. Ah, Skorupi. Ja, ich kämpfe auch gerade gegen das Pokémon. Skorupi. Skorupi, was geht ab? Akupressur. Na, und was boostet es? Hm, mal sehen. Ah, Spezialangriff. So, would you like to rest your Pokémon? Pokémon. Ja, ich hab das Ding schon platt gemacht und ich bin jetzt in meinem Pokécenter. Ich bin gerade dabei. Jetzt habe ich ihn besiegt, den Benny. Machst du weiter oder gehst du auch zurück hier? Ich gehe zurück, weil mein Pokémon sind paralysiert und schlafen. Also, ja, okay. Das ist nicht angenehm. No, that's not. Nee, überhaupt nicht, kann ich dir sagen. Ich könnte jetzt eigentlich ja schon gegen meinen Rivalen kämpfen, nur ich weiß halt nicht, wie stark seine Pokémon sind. Hm. Ach ja, stimmt, wenn du da diesem Tor da zu nahe kommst, ne? Ja. Jetzt die Frage, wie stark sind seine Pokémon? Soll ich es riskieren? Ist ein Hebel bei den kleinen Kindern? Ja, ist. Ja, ist es. Soll ich das riskieren? Ich weiß ja nicht. Würdest du es riskieren? Nö, noch nicht. Erstmal den Typen platt machen. Okay, alles klar. Mach ich dann auch. Ich mach dir nach. Hm? Wie findest du das, wenn ich dir nachmach? Finde ich nicht cool. Hab mal deinen eigenen Live, yo. Okay, dann gehe ich zum Rivalen. In der Arena. Nein, mach ich nicht. Ist ja alles bei dir überlassen, mein Gott. So. Alles bei dir. Kämpfst du gegen alle gegen alle Trainer in der Arena oder überspringst du welche? Ich überspringe die, die ich nicht brauche, mein Gott. Okay. Thundershock, I hate you. Nein! Hallo Kai! Was? Hallo Kai, na? So. Alter, was war das denn gerade für die fetteste Abreibung meines Lebens, was Bruder? Ist passiert? Hier folgendes. Einfach nur, die Illumise und Volbeat haben beide Thundershock und sind beide auf meinen Tyrakrok gegangen. Okay, das ist gefährlich. Habe ich noch überleben können, aber... Ja, ja. Ja, das ist ja kein Non-Step, also von daher. Ja, ja, eben. Und ist ja nur Thundershock, das ist nur 40 Bases, das macht nichts. Ist halt trotzdem kacke. Ja, gut, das stimmt. Stell mal vor, die hätten dich noch paralysiert. Nee, das war nicht so gut, aber ich habe meinen Look so ausgetauscht. Nur ja, Thundershock. Gut. So, okay, gut. Weit. Nee, komm, mach mal wieder Icy Wind. Und dann... Ich kann dir sagen, die der Doppelkampf da hat noch einen Pudox. Ein Pudox? Ja. Bist du da gerade schon? Ja, ja, ich kämpfe gerade gegen die. Ich habe die gleich besiegt. Alter, mein Igelava one-hittet die alle, bitte. Ja, okay, gut, mein Glaceon hat gerade ein paar Probleme mit Illumise und Volbeat. Welches Level ist eigentlich dein höchstes Pokémon? Lucio 22. Okay, bei mir ist Igelava Level 24. Ah, Pudox, Flug. Ah, kann ich beide kaputt machen. Ja, ja. So, Spark. Ja. Okay. Ach, Mann. Das letzte Pokémon von denen ist Papinella. Ja. Beautyfly. Ja. Ich weiß. Icy Wind trifft nicht. Lol. Hat, glaube ich, nur eine... Hat, glaube ich, eine 95% Rate zu treffen und du kriegst die 5% jetzt nicht. Ja, ja, wahrscheinlich.
krass. So. Alter, Igelava ist ein Monster. Das hat jetzt so oft gecrittet, das ist unglaublich. Luxio 23. Geil, nicht schlecht. Das freut mich auch zu hören, dass deine Pokémon Level steigen. Ja, sowas hört man auch nicht immer von einem Rivalen. Ja. Das freut mich. Warte mal. Forget the move. Roar brauche ich nicht. Okay, gut. Ich kämpfe jetzt gegen Kai. Gib ab an Roar. Okay, gut. Ich muss nur ganz kurz meine Pokémon heilen. Ich auch. Ich habe ja Potions. Ich brauche ja nicht zurücklaufen. Ich habe mir Tränke gekauft. So. Du hast die Tränke gebeit? Ja. So, ich kämpfe jetzt gegen Kai. Oder hier im Spiel heißt er Bugsy. Wollen wir mal schauen. Okay, was hat er als erstes wohl? Ich kann dir ja ein bisschen jetzt Informationen hier geben. Ich gehe runter und heal. Er hat 6 Pokémon auch. Okay. Und fängt, an mit einem Smetbo. Smetbo. Ach, das ist Smetbo, okay. Okay, gut. Das Smetbo ist Level 24. Ist Smetbo, hat Smetbo Flug drauf? Ist das ein Flugzeug? Ja. Okay, gut. Und ist Level 24. Okay, gut. Dann kann ich, danach kommt Janma mit Level... Oh, Level 25, krass. Oh, Alter, ich bin richtig underlevelt. Oh, Igelava Level 25, das ist nice. Und ein Critical Hit. Igelava ist ein Monster. Schon lustig, dass wir schon in dem fünften Part das zweite Arena platt machen. What the fuck? Der hat einen Scaraborn Level 30. Am fucking Dead. Oh mein Gott! Und Igelava hat's geone-shottet. Jetzt ist die Frage, was hat der Rivale? Es stimmt. Konter! Ich hab gegen ihn verloren. Ja? Es gibt keine Chance mehr, dass ich das noch gewinne. Wobei, I must believe. Ich probier mein Glück. Believe in yourself and anything can happen. Er setzt Kumu-Milch ein. Kumu-Milch? Ja. Das war's ganz original. Daniel, soll ich dir mal was sagen? Gegen wen kämpfst du eigentlich gerade? Bugsy. Soll ich mal was sagen? Ich hab dich verarscht, Alter. Der Typ ist eigentlich total low, was die Level angeht, Mann. Ach man, ich will nicht. Ich habe das Scaraborn verbrannt. Das ist nicht gut, weil es hat die Fähigkeit, dass wenn es einen Status einen Status bekommt, dann wird sein Angriff verdoppelt, glaube ich. Oh. Das ist nicht gut. Ja, gut, ich wurde besiegt, das ist okay. Alles klar. Ja, okay. Ja gut, aber das lag halt daran, dass das war total krass. Ich habe mit meinem Igelava Flammrad eingesetzt. Flammrad hat ihn so bis 10 KP runtergehauen und dann hat er Konter eingesetzt. Der hat mich komplett auspredicted. Ich habe ehrlich gesagt nichts was ich so gegen den Typ Pflanze und Käfer machen kann, quasi. Ja, okay, aber dafür können die auch keine sehr effektiven Attacken gegen dich einsetzen. Ja, stimmt. Ich mach mal Luxio, vielleicht kann der was reißen. Ralph! Blasula. Wer? Ralph! Alter! Okay, gut, damit habe ich nicht gerechnet. Gegen welches Pokémon kennst du gerade? Am Night Slash Pinsir. Oh lol, Pinsir hat der... Oh, what the fuck! He's going to be tough! Beedrill ist wahrscheinlich was mit Biene, also kann das Flug wahrscheinlich, hoffe ich mal. Nein, Beedrill ist Käfergift. Dammit. God shit, fucking dammit. Okay, on to my second attempt. Krass, dass er mich so auspredicted hat und Konter einsetzt, ey, heftig, Mann. Oh, bitte. Also, warum U-Turn? Warum? U-Turn, what the fuck? Also, das wird tough. Der macht mich gerade richtig zur Schnecke. Also ich glaube, ich werde gleich... Also Flammrad hat nicht aus... Also wenn ich nicht gleich Level 26 mit Igelava werde, werde ich einmal Ruckzuckip einsetzen und dann Flammrad. Weil Ruckzuckip sollte es in eine Range springen, wo ich es one-hitten kann mit Flammrad. Das ist eine gute Strategie eigentlich.
Boah, Alter, ja. So, Butterfree, du bist sauer. Weg. Und ich sollte nicht während der Aufnahme essen, das ist unprofessionell. Essen? Gerade Nüsse. Ja, das, solange nicht Schmatz geht das. Okay. Okay, anders wäre es jetzt, wenn du Chips essen würdest und dann die ganze... Nee, das wäre schlimm. Ja. So, Flammrad, Janma ist weg. Jetzt müsste Scaraborn kommen und ich, vielleicht mal schauen, wie viele Erfahrungspunkte gibt Janma. Mal schauen. Das kann reichen? Na, ganz knapp vor Level 26, okay. Also werde ich jetzt Rotzuki einsetzen, der wird wahrscheinlich wieder Konter einsetzen, sodass ich dann Flammrad besiegen kann. Der Typ hat mich kalt gemacht übrigens. Mich ja auch. Rotzuki, okay. Er setzt Konter ein, okay. Geil predicted von mir. Und das ist jetzt eine Range, wo ich ihn one-hitten kann mit Flame Wheel. Das ist ein One-Hit Flame Wheel jetzt. Außer es ist ein scheiß Roll. Hast du mich dann eingeholt? No! Oh! Du hast gerade nicht eine Note unter deinem Schreibtisch, steht dir gerade, ne? Oh mein Gott! Es überlebt mit einem KP. Aber es setzt nicht Konter ein, sondern Aerial Ace, also Aeroas. Hab ich gerade Glück gehabt. Oh mein Gott! Mir ist gerade alles in die Hose gerutscht, meine ganzen Organe. Okay, gut, alles klar. Igelava Level 26, so. Kennst du das, wenn du anfängst, Nüsse zu essen, du dich aufhören kannst? Das habe ich gerade. Ja, kenne ich. Pinsir kommt jetzt. Pinsir kann auch Kampfattacken erlernen, aber... Pinsir kannst du, glaube ich, einfach mit Dingen kaputt machen. Ja, Flammrad, ich weiß. Ich gehe jetzt so lange auf Bugsy zu, bis ich ihn in einer Streak besiegen kann. Ein Flammrad hat nicht ausgereicht, der setzt Vital Throw ein. Scheiße, komm, ich wonne. Vital Throw kann ich richtig kaputt machen. Ja, aber das, mein Alter, ich bin 7 Level über das Pins hier. Das hat fast gar keinen Schaden gemacht, glücklicherweise. Und ich bin jetzt in Großbrand-Range. Sehr nice. Er hat einen Sichlor, okay. Ja. Das war klar, dass er jetzt schneller ist. Oh, er hat mich besiegt. Oh. Fuck. Okay, gut, ich muss jetzt meinen Togepi suiciden. Also Bugsy ist tough. Ja, Bugsy ist tough. Der ist mega tough, Alter. Boah, scheiße. Lecco mio popo blanco, ey. Okay, der ist hardcore, der ist hardcore. Ah, Quick Attack natürlich, habe ich schon fast gedacht, ey. Oh mein Gott, der wird hardcore, der wird hardcore. Oh, ein bisschen. Nein, Togepi, überleb bitte mit deinem Level 1 gegenüber Pinsy, der Vital Throw eingesetzt hat. Okay, Fake Out. Knock-Off, vielleicht trägt es ja eine Beere. Ja, es hat eine Zitrobeere getragen. Ach, scheiße, bringt mir eh nichts, das Wing Attack ein, bin ich down. Vital Throw, Critical Hit, Super Effective. Das ist gefährlich, ja. Okay, mit Igelava kann ich doch nicht hier so durchrushen, das ist ein Problem. Ja, ich hab meine auch. Ich struggle auch so ein bisschen. Oh nein! Hör auf, Vital Throw einzusetzen. Was ist Vital Throw überhaupt? Überwurf. Oh, Bruder, das macht mich hier... 70 Base-Schaden hat mein Makuhita auch. Und kann niemals verfehlen. Muss es aber. Okay. Weil es ist also hier ein... Das ist halt Aeroas als Kampfattacke, so. Okay, ich muss mal gucken, was gibt es hier so? Ja, gib mir mal schöne Sachen. Okay, schade, das ist blöd. Dann gib mir einfach Super Potions. 9 Super Potions. Ja, mit 9 Super Potions sollte ich ganz gut haben. Was hat der hier so zur Auswahl? Wahrscheinlich diese komischen Heilbälle und so. Ja, Heilbälle, Briefe und sowas. Okay, on to the second try. Third. Das ist ja schon mein drittes. Jo, Alter, die sind richtig heftig mit ihren ganzen Käferattacken. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also ich gebe den ganzen jetzt noch einen Go, würde ich sagen. Und damit meine ich nicht Pokémon Go.
Okay, alles komm. Klar. Nochmal. Power that snow, please. I hate you, I fucking hate you. Please kill me. Gelava ist Level 26, kurz davor Level 27 zu werden. Ich glaube, wenn ich Yanma und Butterfree besiege, sollte es Level 27 sein. Ich glaube, du hast mit deinem Igelava noch größere Chancen, da durchzugehen. Ah, weiß ich gar nicht so unbedingt. Ja, doch. Und jetzt bei mir wird gestaubsaugt. Super. Sollen sie ruhig staubsaugen. Ich gebe den ganzen Shit hier noch einen Try. Oh, warte mal. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. So, eine ganz kleine Unterbrechung. Ich musste ganz kurz zu meinen Eltern hingehen. Gleich kommt wahrscheinlich noch meine Mutter rein oder so. Aber die hat jetzt gehabt, dass sie nicht labern will. Von daher. Weißt du, okay. Was ich beim Niesen mache? Ich dabbe. Was machst du? Ich dabbe beim Niesen. Gesundheit. Danke. Du dabbst beim Niesen. Ach ja. Stimmt, so niese ich auch. So in den Ellbogen ja. Rein halt. Ja, klar. Ey, krass, du hast was Neues zum Dabben herausgefunden. Wie kam das doch mal, dass das eingeführt wurde? Hieß es nicht irgendwie... Nee. Irgendwie hieß mal, haben sich Leute mal in die Hände genießt, irgendwie früher mal. Und dann haben wir es irgendwie eingeführt, bitte niest euch alle in den Ellenbogen, danke. Und dann haben es alle gemacht. Naja, das oder? Ist einfach hygienischer, ne? Ja, aber ich glaube, ich war sogar noch bei diesem Umstieg dabei. Man hat mich irgendwie früher irgendwie auch irgendwie so... Hier. Ja, in der Schule gibt es immer diese gesundheitlichen Dinger da, wo es dann erklärt wird. Mag sein, vielleicht aber auch irre ich mich. Kann mich gut sein, dass ich mich irre, weil ich habe ein Microbrain. So. Ich kann jetzt nicht ganz vertrauen, ob... Also mein Igelava ist Level 27 jetzt. Okay, gut, bin somit auch 4 Level weiter als mein Luxio. Okay, er setzt jetzt keinen Konter ein. Das wundert mich jetzt gerade stark. Und er crittet mich mit Areoras. Nice, danke dafür. Aber Flame Wheel reicht jetzt, um das Scaraborn rauszuhauen. Ja, das ist down. Gut. Ja, Scaraborn ist down. Warte, Pause. Ja, okay, alles klar. Natürlich darf es auch nicht fehlen, dass bei Daniel natürlich die Eltern reinkommen. Ja, das ist ganz normal. So, aber ich kämpfe jetzt gerade gegen Pinsir und mein Igelava braucht nur noch ungefähr 200 Erfahrungspunkte, dann ist Level 28. Hm, okay, gut. Pinsir, das ist bei mir ein U-Turn. Ja, ich habe das Pinsir paralysiert. Oh mein Gott. Vital Throw macht bei mir wenig Schaden, das ist gut. Ja gut, ich bin noch 8 Level über das Pinsir. Bei mir macht es einfach nur alles kaputt. Ist das Pinsir bei dir das Problem oder wie? Eigentlich nicht. Es okay. Ist irgendwie so die Masse an Pokémon das Problem. Level 28 Igelava, Alter. Mein Igelava ist 22, jetzt. Mein Igelava ist jetzt einfach fast 10 Level über mein Makuhita. Hm. Okay, alles klar. Bibor. Bibor sollte One-Hit sein mit Flammenrad. 10 Level über das Bibor. One-Hit, ja. Was setzt er als letztes ein? Was hat er als letztes? Ach klar! Sein Scyther. Scyther? Also sein Sichlor. Ist auf Level 21. Das ist sein stärkstes Pokémon. Okay. Super Potion. So. Igelava jetzt wieder auf volle 75 KP hochgepusht. Oh, es setzt Schwerttanz ein. Daniel? Hm? Es setzt Schwerttanz ein. Sein. Es hat mich gecrittet, es hat mich gecrittet mit Wing Attack. Flügelschlag? Ja, es hat mich gecrittet. Hm. Wow. Ich hätte das überlebt, hätte er nicht gecrittet. Das ist scheiße. Das war das letzte Pokémon von ihm. Wenn meine Eltern jetzt nicht schlafen gehen würden, würde ich schreien. Ey. Hast du noch Zeit für einen Run? Wie für einen Run? Noch eine Aufnahme? Also oder? Einmal gegen diesen Bugsy noch zu kämpfen. Ich bin gerade dabei, gegen ihn zu kämpfen. Jawohl, Yanma ist down. Weil ich bin jetzt gerade wieder besiegt worden von ihm. Okay, gut. Also ich weiß nicht, bei welchem... Ja! Geil! Aurora Strahl! Nice, das ist gut, das ist cool. Forget the move, please. Das ist cool. So. Ich glaube, ich brauche Sand Attack nicht. Nein, Gottes Willen, Sand Attack. Warte, the
foe is hit with a rainbow color beam, it may also lower the target's attack stat. Genau. Und Icy Wind? Ja, lol. Das ist ja viel besser. Warum hat Icy Wind 15 AP und Aurora Strahl 20? Ja, die AP-Verteidigung ist ja auch egal. Das... Ach, gut. Sand Attack brauche ich nicht. Also ich kämpfe jetzt noch einmal gegen Bugsy und dann würde ich sagen, dass wir die Aufnahme beenden. Okay, gut. Wir nehmen 30 Minuten auf. Switch Pokémon? 32. Also in meinen Augen. Also. Ja, ich habe hier eine Stoppuhr. Okay. Ich habe immer pausiert, wenn es Unterbrechungen gab, deswegen. Also perfekt. Dann weiß ich ungefähr, wie lang die Aufnahme dann wirklich ist mit dem Geschnittenen. So, okay. Pushen. This is going to be very tough. Okay. Ich kann auch nichts hier mit einsetzen, ne? Also ich werde einfach mal Evoli entwickeln. Just for the lulz. Okay. Psyana habe ich halt genommen. Ja. Aurora Strahl. Jawohl. Butterfree is dead. Okay, Psyana habe ich halt genommen. Jetzt habe ich einfach Just for the lulz. Psyana, ich werde es... Ach komm. Ich werde das Item eh nicht aufsparen. Für was halt? Das kann nur Evoli benutzen, deswegen. Die zwei letzten, bitte. Beedrill. Okay, gut. Aurora Strahl. Die zwei letzten? Ja, dann freu dich schon mal auf ein ganz bestimmtes Pokémon mit dem Namen Sichlor. Sichlor ist Käfer und Flug. Ja. Oh, ich kann's kaputt machen. Das meinst du. Ich hab Eis drauf. Ja, okay, du, ich hab Feuer drauf. Und ich bin ein paar Level über. Aurora Strahl. Sword Stance, okay, gut, das gefällt mir nicht. Da, ein KP! Oh, das ist krass. Quick Attack, please! Das geht gar nicht. Mann! Obwohl, wenn es Flug ist, mein Luxus ist auch tot. Okay, gut. Läuft also, den Luxus down? Ja. Hast du nochmal verloren gegen ihn? Ja, U-Turn, okay, gut. Oh, please, please, please! Nein! bitte, Raphael, bitte. Okay, nächster nee, Quick Attack ein. Mein Igelava ist Level 29. Was war das denn? Das muss jetzt eigentlich reichen. Das muss reichen. Ja! Hast du ihn down? Nein, One-Hit Scaraborn diesmal. Okay, gut. Dann ist Pinsir wird wahrscheinlich kein One-Hit sein. Das wird wahrscheinlich okay. Nicht reichen. Pinsir hat höhere Defensivwerte. Gut, mein Glaziola ist auch ein paar Level über. Ich glaube, ich kann jetzt auch ein bisschen mehr austeilen. So, was mit Pokémon? Glaziola, Switch. Nein. Bibor. Item, Gift, kann ich mir eine Beere geben? Vielleicht würde das helfen. Nein, ich habe keine Beere. Okay, gut, never mind. Bibor ist One-Hit. Bibor? Mhm. Also Beedrill. Mein Igelava ist Level 30. Wann wird das Ding nochmal zu Tornupto? 34? Junge. Ich kämpfe jetzt gegen das Scyther. Flame Wheel. Jetzt zieh ich mal. Ist jetzt wieder Schwertanz ein, aber... Spricht man das hier als K aus? Scyther, ja. Ich dachte, das hieß Scyther oder so. Ich hab ihn besiegt. Mit einem Critical Hit. Max, meinst du das Sichlor? Nein, ich hab ihn besiegt. Ach, Bugsy? Ja. Okay. Gut, ich habe jetzt auch Aurora Strahl. Ich sollte jetzt eigentlich auch fertig werden, wenn mir das Glück passt. So, da ich ja eh weiß, dass das Ding U-Turn einsetzt und quasi, dass es nur Scaramon ist. U-Turn bekommst du auch von ihm als TM. Und er gibt dir die Telefonnummer. Nice, ich habe Butterfree first time gecritted weg. So. Was hat gecritted? Hat super viel. So, Butterfree ist down. Send in Heracross, keep battling. So. Alter, Glaziola ist fucking fast. Ja, das auf jeden Fall. So, okay, gut. Down, zweites Pokémon. Wenig kassiert, viel aufgeteilt, passt. Also ich habe ihn ja jetzt besiegt. Ich gehe mal wieder zurück zum Pokémon Center.
Mach das. Wobei, soll ich dir mal was sagen? Ich bin durch den Kampf gekommen, ohne 1 KP Schaden zu kriegen. Mach das mal nach. Was? Mach das mal nach. Okay, gut. Nein, Beetle Throw. Ach ja. Okay, gut, jetzt kann ich einsetzen auch auf Robin. Ja, okay, gut, mein Glacier hat ein bisschen kassiert und zwar ganz genau 42 Schaden. Ja gut, Kampf gegen Eis ist ja sehr effektiv. Ja, ja, ich weiß. Yanma. Ich glaube, es wird Pokémon. Ich glaube, ich nehme jetzt mein Luxio. Jetzt ist auch mein Glaciola das stärkste Pokémon jetzt. Meinst du, ja. Sigilava auf Level 30? Einfach mal 11 Level höher als meine beiden anderen Pokémon. Junge. So, Spark Protect Self, ja schön für dich. Air Cutter, ja schön für dich. So, Yanma ist down. Ich trainiere gerade mal ein bisschen meine Pokémon, während du dann noch gegen ihn kämpfst. Ich sollte eigentlich auch fertig sein bald hier. So, Beedrill. Aha. Fuck. U-Turn. Ja, er setzt sich noch ein und nein, es U-Turn kriegt mich. Okay, gut, Schnauze. Du kannst in der Höhle, in der Fleckmon-Höhle, in dem Brunnen, kannst du Schnäppke fangen. Schnäppke? Ja. Warum hast du mir das nicht vorher gesagt, Mann? Ich liebe Frosteldie. Ich hab's gerade zum allerersten Mal gesehen. Was? Ja. Bruder. Frosteldie ist sau geil. Ja, ja, kannst du ja in dein Team nehmen. Ich habe nämlich Frosteddy halt in meinen letzten Platin-Run drin gehabt und ich war hin und weg einfach nur. Ja, ja. So. Hast du's bald? Ja. Warte, Aurora Strahl, Swords Dance. Warte, halt. Es tötet. Scyther, One Hit. Ja, und ich nenne Scyther, weil ich irgendwie das richtige halte, das Szenen nicht auszusprechen. Scyther kannst du es auch nennen, ja. Es gibt YouTuber, die nennen Scyther und es gibt welche, die nennen Scyther. Okay. PokéCinema zum Beispiel sagt es wie du, Scyther. Also, okay, gut. Wieder was gelernt. Ja. Aurora Strahl, Beedrill down. Nicht. Ja, okay, egal. Ist eh down, der setzt jetzt sowieso Mumu Milk ein und dann habe ich mal Mumu Milk. So, fertig ist die Lauge. Du hast ihn besiegt? Ja. Nice. Dann komme ich jetzt mal raus aus der Fleckmon-Höhle, um mein Training zu beenden. Dratini jetzt schön Level 20,5. Meinst du Fleckmon-Brunnen, oder? Ja, sorry, meine ich. So, dann lassen wir mal wieder zurück und dann... Also, du hast ihn besiegt? Ja. Dann lass uns vor dem Pokémon-Center die Aufnahme beenden. Okay, gut. Mach jetzt einen Screen quasi. Ja, sag mir, wenn du vor dem Pokémon-Center stehst. Okay, Daniel registered Bugsy in Pokémon Poké ja, genau. Und ich spreche ihn nochmal an. So, hallo. Perfekt. Ja, ich warte einfach, bis du hier fertig bist dann. Okay, gut. Mein Iglava ist Level 30, was geht da ab, Mann? Mein Glaciola ist Level 25. Ja, hey, ich komm auch durch. Während du halt das für nötig haben solltest, den Iglava auf Level 30 zu trainieren, komm ich ja schon in Level 25er durch. Ja, das stimmt. Okay, gut, warte mal, lass mich auch mal hier in der Zeit. Straight vor dem Pokécenter? Ja, genau, direkt straight vor dem Pokémon Center. Okay, gut. Stehst du da gerade vor und guckst sozusagen in die Aufnahme. Ja, ja, in die Aufnahmen bin, also nach Osten. Nein, nach Süden. Ich bin ja auch so klug. So. Ja, okay. Gut, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, ich hat dieser Party gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und ja. Wie gesagt, habt noch einen schönen Tag. Tschüss, Kowski und bye bye. Habt einen schönen Abend, Leute. Jo.